Da der Wunsch nach einem gesünderen Lebensstil immer größer wird, ist die Auswahl gesunder Lebensmittel ebenso wichtig. Da immer mehr Menschen nach gesünderen Lebensmitteln verlangen, ist der Markt voll mit allen Arten von diätfreundlichen und gesunden Lebensmitteln. Von aromatisiertem Joghurt und Müsli bis hin zu Diät-Cola und abgepackten Fruchtsäften. All diese Lebensmittel sind bei gesundheitsbewussten Menschen beliebt. Aber sind diese gesunden Lebensmittel auch wirklich gesund? Diese populären gesunden Lebensmittel sind eigentlich ungesund. Nummer 1. Aromatisierter Joghurt. Aromatisierter Joghurt ist zwar ein Leckerbissen für die Geschmacksnerven, aber nicht gerade die gesündeste Wahl für den Körper. Diese fruchtigen Desserts gibt es in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen, von Erdbeere und Blaubeere bis Mango und Schokolade. Um den Joghurt aufzupeppen, werden ihm künstliche Aromen und viel Zucker zugesetzt. Das macht dieses sogenannte gesunde Lebensmittel zu getarntem Junkfood. Wenn du einen aromatisierten Joghurt haben möchtest, füge etwas Honig und zerkleinerte Früchte zu Naturjoghurt hinzu und genieße ihn. Nummer 2. Müsli. Oft werden Müsli und Müsliriegel als gesunde Snacks angepriesen, die tatsächlich bei der Gewichtsabnahme helfen können. Müsli an sich ist ein nahrhaftes Getreide, aber die verpackten Müsli oder Riegel, die auf dem Markt verkauft werden, sind mit viel Zuckerzusatz hergestellt. Dies geschieht, um sie schmackhafter zu machen, aber der zugesetzte Zucker macht sie ungesünder. Wenn du Müsli essen möchtest, kaufe einfaches Müsli auf dem Markt und mische es selbst, indem du einige Nüsse und Samen hinzufügst. Bevor wir mit dem Video fortfahren, nimm dir doch bitte einen Moment Zeit, um diesem Video einen Daumen hoch zu geben. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und das Glockensymbol zu aktivieren, damit du keines unserer Videos mehr verpasst. Nummer 3. Cola Light. Cola Light ist der Favorit eines jeden Abnehmwilligen, da sie angeblich zucker- und kalorienfrei ist. Aber ist Cola Light gesund für dich oder ist das nur eine Marketingtaktik? Light-Produkte sind eine Mischung aus künstlichen Zuckern, Zusatzstoffen und kohlsäurehaltigem Wasser. Sie enthalten keine Nährstoffe und können den Körper stark austrocknen. Anstelle von Zucker wird der Cola Light ein künstlicher Süßstoff namens Aspartam zugesetzt, der angeblich die Produktion von Fettzellen im Körper erhöht. Daher ist es am besten, alle Arten von kohlsäurehaltigen und zuckerhaltigen Getränken unter allen Umständen zu vermeiden. Nummer 4. Abgepackte Fruchtsäfte. Wenn du dich daran gewöhnt hast, abgepackte Fruchtsäfte zum Frühstück zu trinken, weil du denkst, dass sie gesund sind und dir eine gute Portion Obst liefern, dann musst du die Realität kennen. Fruchtsäfte sind mit Zucker und Konservierungsstoffen versetzt, um sie schmackhafter und haltbarer zu machen. Außerdem werden den meisten Fruchtsäften Geschmack und Farbe zugesetzt, um ihnen ein schönes Aussehen zu verleihen. Es ist immer besser, sich für frische Fruchtsäfte zu entscheiden, als für abgepackte Säfte. Nummer 5. Salatdressings. Für alle, die eine Diät machen oder versuchen, sich gesund zu ernähren, sind Salate die ultimative Rettung. Super nahrhaft und sättigend ist eine Schüssel voll Salat eine komplette Mahlzeit für sich. Aber wenn du ihm verschiedene Arten von Dressing hinzufügst, solltest du aufpassen, denn das könnte deinen Salat ungesünder machen. Die meisten Salatdressings werden mit Mayonnaise und anderen Soßen hergestellt, die Zucker und Salz enthalten. Vermeide daher immer die Zugabe von Dressings zu deinem Salat und genieße ihn auf die natürlichste Art und Weise oder mit einem Schuss Olivenöl. Isst du häufig eines der oben stehenden Lebensmittel? Schreib es uns in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ihm ein Like da und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.